Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute mal ein Video der etwas anderen Art mitgebracht. Und zwar wollte ich heute mal mit euch über Happy Mails sprechen. Und zwar Happy Mails in geordneter Form. Also jeder kann natürlich immer und überall jedem eine Happy Mail schicken, sofern er eine Adresse hat. Eine Happy Mail, wer das nicht weiß, ist eine Zusammenstellung von, jetzt in diesem Fall Bastelsachen, einfach eine Überraschungspost, wo man einfach was Tolles bekommt. Bastelmaterial, fertige Sachen, kleine Aufmerksamkeiten, lieben Brief. Sowas alles fällt unter Happy Mail. Und ich dachte mir, Anlass ist cool. Ich bin nämlich in 2 oder 3 Happy Mail Gruppen bei Facebook und engagiere mich da auch bastlerischerweise. So, jetzt will ich natürlich nicht unbedingt mit meinen Werken angeben, nur euch mal zeigen, was da so rauskommen kann. Und ich habe auch ganz, ganz tolle Happy Mails schon bekommen. Und die allermeisten in den Gruppen geben sich mega Mühe. Das funktioniert so. Die Admins machen einen Post, eine Aktion und sagen, wir wollen heute Sticker-Set tauschen oder Sticker-Tausch machen. Hier zum Beispiel, das zeige ich euch gleich mal. Und dann gibt es immer ein paar Rahmenbedingungen. Sende 20 bis 30 Sticker an den nächsten Tauschpartner. Und jeder, der kommentiert, sendet dann an denjenigen, der vorhin kommentiert hat. Und die erste, die diesen Post kommentiert, sendet dann an die letzte in der Runde. Dann gibt es einfach die Reihenfolge, also der Post ist meinetwegen 3 Tage lang offen, dann gibt es einen Zeitpunkt, wo der einfach geschlossen wird. Und dann ist klar, wer an wen der Erste oder die Erste, die geschrieben hat, dann senden darf. So, ich finde das total spannend und ich mache das super gerne und super oft. Im Moment bin ich so ein bisschen zeitlich ins Straucheln gekommen, aber ich habe meine Sachen jetzt fertig, die ich jetzt noch versenden möchte. Naja, beziehungsweise ich habe gerade 2 neue Aktionen angenommen, aber die sind halt frisch. Da habe ich noch einen Moment Zeit. Durch Vierbeiner und Co. ist das alles ein bisschen wuselig geworden. So, aber wenn man in diesen Gruppen, also da kommen 2-mal die Woche, manchmal öfter, mögliche Aktionen, bei denen man mitmachen kann. Und wenn man die Aktion total spannend findet und sich bei jedem meldet, dann muss man natürlich ein bisschen den Überblick bewahren, wem man was, wie, wo schicken wollte und welches Thema jemand bekommt, nicht, dass man die Sachen vertauscht oder irgendwas. Und dafür habe ich aus einer wunderschönen Happy Mail von der lieben Kerstin dieses Heftchen bekommen. Und ich mache jetzt natürlich hier kein Sightseeing in meinem Heft. Ich schlage mal ein paar Seiten auf, die nicht beschrieben sind. Auf jeden Fall ist das ein ganz tolles, junk-journaliges Heft, wo ich meine Happy Mail-Aktion reinschreibe. Wer kriegt was von mir? Und sinnvollerweise auch aus welcher Gruppe. Ja, weil wenn man mehrere hat, manchmal sind die Aktionen recht ähnlich. Und dann kommt man schon mal ein bisschen ins Schleudern. Also, wichtig für mich war, ich habe ein Heftchen, ich habe einen Ort, wo ich dokumentiere und abhake, wenn ich was rausgeschickt habe, dass ich mir wirklich sicher bin, dass meine Tauschpartnerin oder die Geschenkte, oder meistens sind es Mädels, muss man sagen, dann wirklich den Überraschungsteil bekommen hat oder mindestens mal losgeschickt. Bisher ist keine Post verloren gegangen. Ich hoffe, dass das auch nicht passiert. So, ich gucke mal, bin ich noch im Fokus? Ja, ich bin wunderbar im Fokus, ein Traum. Deswegen mein Büchlein liegt immer hier vorne auf meiner Schreibtischerhöhung, wo auch mein Laptop steht. Und wie kann sowas aussehen? Also ich habe hier zum Beispiel, ich knister jetzt mal ein bisschen, eine Happy Mail Botanik. Man schreibt immer, oder das ist auf jeden Fall sehr freundlich, eine kleine Notiz, ein Hinweis, in diesem Fall eine Karte dazu zu schreiben für die Tauschpartnerin. Und wenn jetzt zum Beispiel die Aktion lautet, ich knister mal kurz, Happy Mail Botanik, die nehme ich jetzt nicht mehr auseinander, dann habe ich hier ganz viele botanische Sachen zusammengestellt. Man kann die Tauschpartner natürlich vorher immer fragen, welche Vorlieben es gibt oder auch Abneigungen. Also ich zum Beispiel mag zu viel Glitzer nicht. Ein bisschen Glitzer ist okay. Ja, auf jeden Fall Zusammenstellung verschiedener botanischer Sachen. Ich habe hier kleine Samenpäckchen mit reingepackt, servierten kleine Sachen, also ganz Kleinkram, ganz süße Sachen. Und auch hier was zum Aufklappen. Ich versuche es immer so zu gestalten, dass man die Verpackung selber hier auch noch irgendwie wieder benutzen kann und die möglichst auch thematisch passt. Und glaubt mir mal, das, was ich euch jetzt zeige, das ist Killefits gegenüber dem, was manche Happy Mail-Versenderinnen dort zaubern. Das ist der Hammer. Da habe ich neulich nämlich auch eine Happy Mail gekriegt. Die war so wunderschön. Also die meisten sind klasse, aber manche stechen wirklich raus. Das werde ich
nicht toppen können. Weder mit Zeit noch mit Geschick. Trotzdem bemühe ich mich stets. So, das war eine Happy Mail. Ich werde dieses Video auch erst rausbringen, wenn ich das hier sicher zur Post gebracht habe. Und auch erst dann, wenn die Beschenkten die Sachen selber in der Hand halten. Nicht, dass das vorher kommt, das wäre blöd. So, hier habe ich zum Beispiel die kleine Notiz dahinter gepackt. Einen kleinen Brief, das heißt, man kann ihn ausklappen und lesen. In dieser Happy Mail ging es um Altered Playing Cards. Vintage, wohlgemerkt. So, habe ich noch einen unterschlagen, ja, habe ich. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie sowas aussehen kann, was man machen kann. Und auch da, ihr glaubt nicht, was ich gekriegt habe an tollen Sachen. Das ist hier so ein kleiner Glimpse auf das, was geht. Ja. Gucken, wenn das natürlich den Vintage-Anstrich hat, also die Rückseite habe ich jetzt nicht dekoriert, aber die Vorderseite, den Vintage-Anstrich hat, dann hat man natürlich eine kleine Basteleinschränkung, aber auch, naja, mein Stil ist es, deswegen eigentlich einen echten Vorteil. Hier habe ich zum Beispiel sogar noch was reingesteckt zum Schreiben. Und ja, diese kleine süße Happy Mail, hoffentlich gereicht sie zur Freude. Diese kleine süße Happy Mail geht auf die Reise in einer Kartenschachtel, die war eigentlich für andere Karten, die viel größer waren. Deswegen passt das hier wunderbar. Kann man wunderbar versenden, wird auch nicht zerdrückt. Hier zum Beispiel. Nächste Happy Mail. Das hier war ein Sticker-Tausch. Hier sieht man schon, die liebe Dani bekommt von mir Sticker. Und da habe ich einen, ja, Sticker-Halter sozusagen gebastelt. Ein bisschen hübsch gemacht, kann man wieder benutzen. Habe teilweise Sticker reingepackt, die ich gekauft habe oder geschenkt bekommen oder irgendwie. Und habe teilweise auch selbstgemachtes Washi-ähnliches Gedöns hier reingepackt mit Noten und so. Auch da bin ich sehr gespannt, was die liebe Dani dazu sagt. Genau, hier habe ich noch ein bisschen mehr in den Umschlag gepackt. Kann ja nicht schaden. Tut ja nicht weh. So, hier zum Beispiel habe ich einen persönlichen kleinen Brief. Ne? Kleiner Briefumschlag. Ein schönes Foto ist uns ein echtes. Hier gibt es Paperclips. Hier war die Aktion Paperclips. Die bastle ich gleich wieder vernünftig zusammen. So, wie versendet man Paperclips außer in einer Schachtel? Schachtel hatte ich ja gerade eben schon. Es muss ja auch Spaß machen, ne? Also es macht es ja nicht nur, um jemandem was zu schicken, sondern auch, wenn man einfach Spaß hat zu basteln. Na, und hier habe ich Zeitschrift zerlegt, schönen Paperclip gemacht. Hier habe ich ein Kartenspiel. Hier habe ich auch noch einen kleinen süßen Charme gefunden, der perfekt dazu passt. Noch hier dann Zeitungsspitze, genau. Und das war auch wieder mit Anstrich Vintage. Ja, kleine Liebesmarken, beziehungsweise Glanzbildchen. Hier mit verarbeitet. Schmetterlinge dürfen nicht fehlen. Love Letters. Ja, noch ein kleines Hochzeitsbild. Ja, und verpackungsmäßig habe ich zwei schöne alte Postkarten. Eine kommt aus Schweden, habe ich dort gekauft. Und eine stammt tatsächlich von meinem Opa, beziehungsweise mein Opa hat sie geschenkt oder geschickt bekommen. Und auf diese Karten klipse ich dann die Clips, um sie vernünftig zu verschicken. Mache ich gleich, müsste mir nicht gleich zugucken. Dazu noch ein kleiner Umschlag mit einem kleinen Gruß. Meine nächste Happy Mail. So, die letzte, die ich euch heute mal vorstellen möchte, war die Aufgabe Tags. Drei Tags an einen Tauschpartner. Wieder ein kleiner Umschlag mit einem Gruß. Und dann habe ich Tags mit Gimmicks quasi gebastelt. So, hier ein bisschen selbstgemachtes Washi-Tape in die Täschchen gepackt. Hier auch wieder übrigens ein cooles Bild. Und ich fand einfach den Tag Smile, der passte so perfekt. So, wenn man jetzt diesen Tag hier aufmacht, dann hat man nochmal einen kleinen Hinweis. Lächle, ganz wichtig. Dann baue ich gleich wieder zusammen. Auch diesen Tag hier, den muss man erstmal ein bisschen auseinanderbauen. Aber die Spitze ist so weich, dass das wunderbar funktioniert. Hier mal Friends. Mit ein paar
kleinen süßen Gimmicks da drin, einfach für meine Tauschpartnerin zum Weiterbasteln. Ja, und nun sitze ich hier mit meinen ganzen Happy Mail Sachen, freue mich einen Keks, dass ich sie fertig habe und freue mich total, dass ich sie morgen in die Post bringen kann. Mir hat das Basteln hier super viel Spaß gemacht. Ja, und warum zeige ich euch das? Also im Endeffekt möchte ich euch eigentlich nur einmal sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. Yay, das habe ich gemacht. Nein, ich möchte euch einfach auch ein bisschen das Thema Happy Mail näher bringen. Also wer da jetzt irgendwie angefixt ist und sagt, oh cool, würde ich auch gern machen. Also es gibt einmal die Happy Mail Deutschland Gruppe und auch die Happy Mail Vintage Only, in den beiden bin ich. Da kommt man nicht einfach so reinspaziert und sagt, jo, ich mache jetzt mit. Da muss man schon einmal die Admins anschreiben, wenn man da gerne mitmachen möchte. Weil, ich sag's mal ganz platt, Pappnasen, die nur irgendwie Sachen absahnen wollen, will da keiner haben. Wir möchten da schon mit Menschen basteln und uns austauschen, die genauso viel Bock drauf haben und die genauso schöne Sachen zaubern wollen. Manchmal auch auf dem Weg sind, aber irgendwann werden die Sachen bestimmt ganz toll. Und wichtig ist an der Stelle der Spaß und die Liebe am Basteln, dass man wirklich mal Bock drauf hat, dem anderen was Cooles zu machen. Das ist hier das Wichtige. Da kommt es nicht darauf an, wie viel man macht oder wie groß, sondern einfach, hast du das mit Herzblut gemacht oder nicht. Und da können auch blutige Anfänger mitmachen. Man kommt rein und man kriegt die ganzen Inspirationen geschickt. Ja, da kommen Sachen wie mein Happy Mail Heftchen hier, was ich dafür benutzt habe oder dafür angefangen habe, meine Happy Mail zu dokumentieren und abzuhaken. Da kriegst du so eine coole Inspiration, auch hier mit den geknickten Kanten, Ecken und so. Herrlich. Das heißt, die Inspiration kommt dann zu dir nach Hause, wenn du da mitmachst, von den anderen. Und jeder hat seinen eigenen Stil und von jedem kann man sich ein bisschen was abgucken. Ich finde, das macht total Spaß. Also, Werbeblock zu Ende. Das hier ist eine Sondersendung zum Thema Happy Mail gewesen. Ja, sagt mir gern, ob es euch gefallen hat. Konnte ich euch damit ansprechen? Findet ihr das spannend, cool, langweilig? Hättet ihr da auch Lust drauf? Wildfremde Menschen, die ihr noch nie persönlich gesehen habt, die meisten nicht, zu beschenken und dann auch von Wildfremden beschenkt zu werden. Ja, ich freue mich auf Kommentare, Diskussionen und Co. Und werde mich jetzt bald wieder in mein nächstes Bastelprojekt stürzen. Hab Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst in diesem Kino.